Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe der Channel News 2023. Du bleibst liegen, du gehst jetzt nicht raus. Mal wieder eine Ausgabe der Channel News. Die letzte Ausgabe kam im August. Meine Katze will raus. Hat mich wieder verarscht. Die letzte Ausgabe war im August und das war größtenteils über Sachen, die im 24-Stunden-Stream passieren. Und mittlerweile haben wir November. Ja, die letzten zwei Monate sind die Channel News, ich will nicht sagen ausgefallen, aber ich habe mich dazu entschieden, keine Channel News zu machen, sondern einfach nur ein paar News auf Discord zu posten. Und ja, wir sind wieder da, weil ich habe wieder ein bisschen was zu erzählen, was ihr wahrscheinlich auch dem Titel schon entnehmen könnt. Wir fangen aber erstmal damit an, was die letzten drei Monate passiert ist. Da machen wir jetzt einen groben Überblick einfach, ich gehe nicht auf die Details ein. Strolli sucht Jüngster, ne, das Projekt, was absolut jeder hasst, gefühlt. Mittlerweile, ja, ihr habt mich dazu getrieben, ich hasse es mittlerweile auch. Deshalb reden wir da einfach gar nicht drüber. wir haben auf jeden Fall Strolli so Liebster beendet. Glückwunsch nochmal an Ken Speck, den Gewinner. Da oben steht, wo ist er? Da seine Gewinner-CD. Neben den tollen Kürbissen, die jetzt einfach demnächst, ich glaube, die werden einfach weggeschmissen. Genau. Dann kam natürlich, das war jetzt das große Thema der letzten Staffel? Nein, des letzten Monats, Trip to Magic Staffel 2. Ich habe da, glaube ich, also ihr kennt ja Trip to Magic in meiner Unterhaltungsserie, da gab es halt jetzt die zweite Staffel. Ich glaube, ich muss dazu nicht wirklich viel sagen. Guckt sie euch an, wenn ihr sie euch angucken wollt, wenn nicht, dann halt nicht. Es gab ein Longplay von Madison, das haben wir zuvor auf Twitch gespielt. Und auf Twitch gab es dann den 24-Stunden-Stream. Es gab Madison unter anderem auch im 24-Stunden-Stream. Wir haben endlich TOTK beendet. Genau. Also was heißt beendet? Wir haben es einfach abgebrochen. Eigentlich hatte ich ja vor, die Story zu machen und danach noch alle Schreine und die komplette Map wollte ich aufdecken. Den ganzen Untergrund habe ich nicht gemacht. Ich glaube, nach dem Finale gab es noch einen einzigen Stream. Und das war es dann, weil ich keinen Bock mehr auf das Projekt hatte und ich glaube, ihr auch nicht. Weil das Spiel einfach zu riesig ist. Genau, dann gab es noch hier und da mal wieder ein paar Reactions, wir haben uns viele Videos angeguckt im Stream. Wir haben ein neues kleines Projekt gestartet, nämlich die Mario Kart 8 Deluxe Königs Challenge. Ich bin so verwirrt. So, bei dieser Challenge muss ich es schaffen, mit jedem einzelnen Charakter, der Mario Kart 8 Deluxe zu bieten hat, ein Rennen zu gewinnen. Und da gab es bisher zwei Streams, das geht natürlich noch weiter, ist aber jetzt kein richtig aktuelles regelmäßiges Stream-Projekt. Kommt immer mal wieder so zwischendurch. Was allerdings ein regelmäßiges Projekt ist, ist der Thief Simulator 2, der, ich glaube, am 4. Oktober kam der raus, irgendwann letzten Monat, Anfang des Monats, haben wir dann direkt gespielt am Release-Tag und bis heute verbleibt das Projekt immer noch. Dann zum Schluss des Oktobers haben wir noch ein paar Horror-Games gespielt, die unter anderem auch ihr mir empfohlen habt. Oder es gab auch ein kleines Halloween-Special in Form von zwei Banjo-Kazooie-ROM-Hacks. Mehr ist auch in diesen drei Monaten eigentlich nicht passiert. Klar, es gab hier noch so ein einzelnes Video und da gab es noch ein bisschen was von Trip to Magic, ist jetzt aber nicht unbedingt erwähnenswert. Genau, dann haben wir hier die Analytics, die muss ich noch ganz kurz selber mal öffnen. Habe wieder vergessen, ich kann Analytics nicht mehr schreiben. Genau, da habe ich auch, können wir mal ganz kurz ein bisschen gucken. Ist sofort offen, Moment. Da ist es auch bei mir offen, genau. Der August war eigentlich relativ, ja, ich sag jetzt mal, normal noch. Nichts Besonderes. Der September war hingegen allerdings in vielen Kategorien, oder in fast allen Kategorien eigentlich, der schlechteste Monat diesen Jahres. Und der Oktober sah schon wieder ein bisschen besser aus. Er hat nämlich hier die höchste Aufrufszahl errungen, ja, auch mit 18 Videos, ist natürlich größtenteils Trip to Magic zu verdanken und dem einen Short-Video natürlich, es gab 4 Abos, das beliebteste Video ist auch die erste Folge von Trip to Magic Staffel 2, also eigentlich wieder ein Short, aber Shorts sind ja keine richtigen Videos. Will die andere Katze auch noch raus, ist mir egal, die bleibt jetzt hier drin. Es gibt, beziehungsweise es gab ganze 9 Streams, ja, auch wenn ich gerade aktuell in meiner Pause bin und eigentlich gar nicht so viel streame, aber der letzte Monat, der Oktober, da war ich ja eigentlich schon relativ aktiv. Man möchte meinen, da war ich in gar keiner Pause. Genau, dann hatten wir eine durchschnittliche Viewerrate von 4,8. Wir hatten 5 Follower auf Twitch und ich habe ganze 34, fast sogar 35 Stunden auf Twitch gestreamt. Das waren die Analytics. Wir gehen jetzt direkt über, nicht wie es normalerweise ist, zu den Sachen, die diesen Monat anstehen, sondern als allererstes zu dem, was im Titel steht.
Ich weiß noch nicht, was im Titel stehen wird, aber wahrscheinlich irgendwas mit dem Thema. Mein Kanal hat ein großes Problem. Und das ist jetzt, das ist nicht was, was mir vor kurzem erst aufgefallen ist. Das hängt mir schon, ich glaube, seit mittlerweile 4 Jahren hinterher. Oder 3 Jahren. Wann war das? War das 2019 oder 2020? Kann sogar sein, dass es 2019 schon war. Ja, es war 2019, genau. Also es ist jetzt schon 4 Jahre her, da ist mir das erste Mal aufgefallen, dass das, so wie mein Kanal aktuell ist, nicht weitergehen kann. Denn, falls ihr schon ein bisschen länger auf dem Kanal seid, dann wisst ihr ja wahrscheinlich, dass ich irgendwie alles mache. Ich mache Gaming-Content, also wirklich Let's Plays, die teilweise uncut sind. Mittlerweile schneide ich ja die Let's Plays eigentlich gut, sag ich jetzt mal. Es gibt aber auch hier und da mal wieder kleine Gaming-Videos, die ein bisschen aufwendiger geschnitten sind. Dann gibt es natürlich die ganzen Comedy-Serien von wegen Trip to Magic da in letzter Zeit. Dann natürlich noch andere Videos rund um Trip to Magic. Es gibt die ganzen Musikvideos. Es gibt beispielsweise hier so Sachen wie diese FAQ, dieser Fragenhagel, den wir gemacht haben. Behind-the-Scenes-Videos, sowas alles, ne? Dann, was gibt es denn noch? Strolli sucht den Hipster, so ein Projekt, ne? Also quasi so ein Unterhaltungsshow-Projekt. Das wird es jetzt zwar nicht mehr geben, aber möchte ich jetzt trotzdem nochmal erwähnen, ne? Und deshalb merkt man ja schon, mein Kanal hat ziemlich viel zu bieten. Und Zuschauer würden jetzt wahrscheinlich sagen, oder einzelne Zuschauer würden jetzt wahrscheinlich sagen, ja, das ist doch schön, aus, ich sag jetzt mal, ökonomischer Sicht, auch wenn ich mit YouTube oder sonst irgendwas absolut kein Geld verdiene, ich nenne es jetzt trotzdem mal ökonomische Sicht, da ist das nicht so toll. Ne? Ihr würdet dann wahrscheinlich sagen, ja, dann hast du mehr verschiedene Projekte, mehr verschiedene Formate. Das lockt dann auch verschiedene Zuschauer an oder mehr Zuschauer. In der Theorie möge das vielleicht funktionieren, aber in der Praxis funktioniert das nicht so, wie ihr euch das vorstellt. Nämlich, es ist so, dass die meisten Leute ein Video sehen und möchten dann mehr solcher Videos sehen und nicht mehr vom Streamer. Oder vom YouTuber eben. Ja, meine Katze, es tut mir leid. Warte, ich weiß nicht, was mit der wieder los ist. Was wollte ich jetzt sagen? Genau. Es ist für den Kanal besser ein... Katzen. Es ist für den Kanal besser, einen spezifischen Content zu haben und über diesen Content verschiedene Videos zu machen. Nicht auf der einen Seite hast du Gaming, auf der anderen Comedy, dann hast du so eine Unterhaltungsschiene. Das geht nicht. Ja, das geht nicht. Deshalb habe ich das auch schon mal 2019 angesprochen. Irgendwann auch Ende des Jahres. Und habe dann versucht, ab 2020 meinen Inhalt auf 3 verschiedene Kanäle aufzuteilen. Nämlich Strolli Gaming, das ist immer noch dieser Kanal hier. Strolli Vlog. Das ist der aktuelle Zweitkanal, Strolli Clips oder Strolli Stream, das oft oder wie auch immer der hieß. Und dann gab es damals noch Strolli Comedy, wo eben dann die Comedy-Videos kamen. Und genau das gleiche versuche ich jetzt so circa wieder. Nicht mit 3 Kanälen, aber mit 2. Denn das ist mir letztens aufgefallen. Ich habe ja dieses Madison Longplay hochgeladen und das hat absolut gefühlt keinen... gejuckt. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass jetzt gerade Trip to Magic wirklich quasi, ja, ich sag jetzt mal, im Hype war, weil das gerade angesagt war, weil es schon seit 5 Monaten, glaube ich, sonst kein Gaming-Video mehr gab, oder ob es das Spiel generell ist, oder ob es einfach die falsche, also ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber das ist jetzt nicht nur bei dem Video so gewesen, das ist auch schon seit längerem so. Das gefällt mir auch absolut selber nicht, dass ich alles auf einem Kanal habe. Deshalb war ich da jetzt schon seit längerem der Überlegung, ob ich da nicht wieder einen Zweitkanal aufrufen soll, nämlich den sogenannten St. Rolli oder den St. Rolli, nennt ihn wie ihr wollt. Das ist der damalige Strolli-Vlog-Kanal oder Strolli-Clips, Strolli-Stream-Best-Offs, das ist der Kanal. Das heißt, falls ihr den schon abonniert habt, alles richtig gemacht. Diejenigen, die den Kanal noch nicht abonniert haben, schaut gerne mal in die Videobeschreibung, denn auf diesem Kanal, St. Rolli, wird es ab jetzt die ganzen Gaming-Videos und Let's Plays geben. Das heißt, so Sachen wie die Longplays, wie richtige Let's Play-Projekte, wie was dieses Jahr mit Banjo-Tooie, Pikmin, und wie heißt das andere noch?
was haben wir noch gespielt? Mario Galaxy war. Das kommt dann jetzt alles auf dem Zweitkanal. Und dieser Kanal ist dann alleine nur noch da für, na, für so aufwendigere Sachen halt. Wie eben jetzt hier Trip to Magic, so Comedy-Serien oder generell aufwendiger geschnittene Videos. Vielleicht auch so ein paar, wenn wir mal auf Twitch irgendwas Spezielles gemacht haben, was jetzt nicht, nicht wirklich so ein langweiliges Gaming-Zeug ist, dann kann das hier auch mal kommen. Also dieser Kanal ist wirklich dann rein zuständig für aufwendigere oder aufwendiger geschnittene Videos oder mehr aufwandbetriebene Videos. Und auf dem Zweitkanal St. Rolli kommen dann eben ganz normal weiterhin die Gaming-Projekte, so wie es Anfang des Jahres war. Natürlich kann ich immer noch sagen, es beginnt jetzt nicht direkt. Ich bin ja immer noch in der Pause bis, ich sag mal, irgendwann nächstes Jahr Mai oder sowas. Ne? Ich bin ja immer noch in meiner Abiturpause, die ja keine richtige Pause ist, sondern einfach nur so eine, ich mache sehr, sehr unregelmäßig irgendwelche Videos und Streams. Genau, ich kann nicht sagen, ob bis dahin irgendwas gestartet ist. Ich hätte auf jeden Fall Bock, hin und wieder da mal irgendwie so ein kleines Video zu bringen oder so ein kleineres Projekt. Da hätte ich auf jeden Fall Bock. Also haltet mal den Zweitkanal im Blick. Wie gesagt, ein Abo kann euch da bestimmt nicht schaden. Vor allem könnt ihr dann auch den Kanal deabonnieren, welcher Content euch nicht zusagt. Das heißt, wenn ihr euch jetzt nur auf Gaming-Videos konzentrieren wollt von mir, dann, ich will jetzt nicht sagen, könnt ihr diesen Kanal hier dann komplett vergessen und deabonnieren. Das will ich nicht sagen, weil hier kommen ja immer noch weiterhin Channel-News und sowas und hier erfahrt ihr auch dann die wichtigen Sachen. Aber diesen Kanal könnt ihr dann einfach vergessen, weil es hier dann so gut wie keine Gaming-Videos mehr gibt. Und dann natürlich auch, wenn ihr keine Gaming-Videos von mir sehen wollt, sondern wirklich nur so Comedy-Sachen beispielsweise wie Trip to Magic, dann könnt ihr auch den Zweitkanal vergessen. Also, dass ihr euch da mehr, ja, individualisieren könnt, sag ich jetzt einfach mal. Genau. Link ist in der Beschreibung dazu. Und, ja, ich glaube, also falls ihr noch Fragen zu dem Thema habt, dann könnt ihr mich da gerne anschreiben irgendwie. Ansonsten denke ich, habe ich dazu alles jetzt gesagt. Genau. Und dann kann ich jetzt noch eine kleine Sache erwähnen. Nämlich wurde ich da jetzt schon des Öfteren gefragt, von wegen, ah, wie ist das denn jetzt hier mit TTM Staffel 3? Weil du hast ja gesagt, ja, wenn es eine dritte Staffel gibt, dann wird das definitiv die letzte sein. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, ich habe gedacht, lass erstmal jetzt die zweite Staffel vorbeikommen. Du hast zwar jetzt am Ende, also ich will jetzt nicht so viel spoilern für diejenigen, die Staffel 2 noch nicht irgendwie geguckt haben oder zu Ende geguckt haben oder sonst was. Will ich jetzt nicht das Ende spoilern von Staffel 2, aber am Ende von Staffel 2 wurde auf jeden Fall angeteased, dass es eventuell weitergehen könnte mit einer dritten Staffel. Was natürlich nicht unbedingt heißen muss, dass es auch eine dritte Staffel wirklich gibt. Ich kann auch einfach danach noch irgendwie ein Video machen, das dann alles abschließt und das dann an das Ende von Staffel 2 nochmal ein bisschen anknüpft. Genau, wie stehe ich jetzt dazu? Ich habe mir jetzt wirklich lange darüber Gedanken gemacht. Ich habe auch schon so ein paar Ideen für eine potenzielle dritte Staffel zusammengetragen. Ich habe euch auf Discord so ein paar Fragen gestellt. Genau, jetzt die komplette Woche. Heute kommt dann noch eine Frage. Wenn ihr das jetzt heute seht, am Samstag, wo es hochgeladen wird, gibt es heute noch auf Discord eine Frage und morgen auch noch. Dann waren es quasi eine Woche lang, gab es jetzt jeden Tag irgendeine Frage. Und die Schlauen unter euch, die können es jetzt wahrscheinlich schon raushören. Ich würde natürlich diese Fragen nicht machen, wenn es natürlich wirklich keine dritte Staffel gäbe oder wenn ich die nicht plane. Also hiermit kann ich es jetzt wirklich offiziell machen. Eine dritte Staffel ist hiermit offiziell in Planung und wird nächstes Jahr wahrscheinlich online gehen. 2024 kommt also die dritte und wahrscheinlich finale Staffel von Trip to Magic. Meine Katze rennt zur Tür, so schnell habe ich die noch nie rennen gesehen. Also ich glaube, die hasst Trip to Magic, die möchte sich da gar nicht mit auseinandersetzen. Genau, Trip to Magic Staffel 3 wird dann natürlich auf diesem Kanal kommen, wo wir gerade schon beim Thema sind. Genau, das heißt, ihr könnt mir, falls ihr Staffel 2 gesehen habt, falls ihr Staffel 1 gesehen habt und tolle Ideen habt, was man in Staffel 3, ne, der letzten Staffel, was man da noch alles reinpacken kann. Gibt es vielleicht irgendwelche Storywege, die ihr einschlagen könntet? Könntet ihr sagen, ah, man muss unbedingt mehr über die Mutter von Lukas und Lisa rausfinden? Dann schreibt's irgendwie rein, falls ihr Ideen habt, wie es mit der Mutter oder sonst irgendwas. Vielleicht hat ihr irgendein Geheimnis oder sowas.
da könnt ihr alles gerne wirklich in die Kommentare schreiben oder auf Discord irgendwo, wo ich es lesen kann. Ihr könnt gerne eure Ideen zur letzten Staffel TTM schreiben. Genau. Oder wenn irgendwelche Sachen noch unklar waren, beispielsweise in Staffel 1 und 2, die jetzt noch nicht geklärt wurden, könnt ihr auch gerne reinschreiben, dann versuche ich das natürlich aufzugreifen. Weil ich habe ja nicht immer alles im Kopf. Genau, es wird die finale Staffel sein. Ihr könnt gerne Ideen irgendwo reinschreiben. Das hilft mir auf jeden Fall sehr, sehr viel weiter. Hat man ja alleine schon in der zweiten Staffel gesehen, gefühlt wirklich, ich sag mal, 40% der ganzen Story oder der, von dem, was man gesehen hat, waren Ideen von Story Yoshi, Daisa und Justine. Ja. Genau, und das war es eigentlich auch schon dazu. Mehr kann ich dazu noch nicht sagen. Ich kann auch sagen, dass wahrscheinlich die Staffel nächstes Jahr, wenn alles gut läuft, kommt die Staffel früher. Ich möchte jetzt natürlich noch nichts sagen, aber ich... Eventuell August. Also im Oktober wird es auf jeden Fall nicht kommen. August, September, glaube ich mal. Kann aber auch sein, dass sich das in ein paar Monaten ändert und ich sage, naja, die kommt 2025, aber ich denke mal nicht... Genau, jetzt kommen wir noch zum Abschluss. Was kommt denn diesen Monat? Es ist gar nicht so viel. Auf Twitch spielen wir den Thief Simulator 2 weiter. Die sechste Welle von Mario Kart 8 Deluxe und damit auch die finale Welle mit den letzten 6 Strecken mit, ich glaube, 4 weiteren Charakteren, kommt diesen Donnerstag? Am 9.? 9. November? Ich glaube, ne? Am Donnerstag kommt er raus. Werden wir dann irgendwann nächste Woche bestimmt auch spielen. Und ansonsten... spielen wir natürlich noch Escape the Backrooms weiter, ist ja ganz klar unser aktuelles Gulasch-Bastas-Projekt. Und, ja, das war eigentlich das, was auf Twitch ansteht. Vielleicht kommt noch ein Projekt dazu, weiß man ja nie. Auf YouTube kommt endlich jetzt, kommen die nächsten Tage, irgendwann Ken Specks Gewinner-Video. Es tut mir wirklich leid, dass alle, die darauf warten, jetzt so lange gewartet haben. Wirklich, das Finale von Strollis und Nymsa war irgendwann Anfang September. Jetzt haben wir Anfang November. Aber letztes Jahr war es genauso, da kam irgendwie der Wunschstream vom Strollis und Nymsa Gewinner, der kam irgendwann im, ich glaube am 16., ja, müsste sogar 16. November oder so gewesen sein und davor war es sogar noch später, glaube ich, im Dezember. Also da kann man sich jetzt schon glücklich schätzen, aber warum das alles so lange gedauert hat, das wird dann hoffentlich im Video erwähnt. Ich hoffe, das kommt jetzt die nächsten Tage, irgendwann müsste. Genau. Und natürlich kommen noch die ganzen, also ich glaube 2 Musikvideos stehen jetzt noch aus von Trip to Magic. Die werden dann natürlich auch noch hochgeladen, plus die Karaoke-Version der Songs kommen natürlich auch noch. Und es gibt auch noch ein kleines Zusatzvideo zu Trip to Magic, das, ich weiß nicht, ob es lustig wird oder ob es einfach nur nervig wird. aber ich glaube, wenn man da einschaltet, dann kann man nach 10 Sekunden wieder abschalten, weil einem die Ohren bluten. Aber gut, da könnt ihr schon gespannt drauf sein. Da habe ich tatsächlich keinen Einfluss drauf, wann das kommt. Ich hoffe, das Video ging mit dem Mikro klar, weil das hat sich wieder irgendwie ganz seltsam umgestellt. Falls es irgendwie übersteuert hat, dann tut es mir leid. Aber das soll es gewesen sein. Es gibt keine Clips des Monats. Ich habe sonst nichts mehr zu sagen. War sogar 20 Minuten. Ich bin stolz. Da war ja fast Blitz-Channel-News-Runde. Genau. Ich weiß nicht, ob wir uns nächsten Monat bei den Channel-News wiedersehen. Wie gesagt, wenn es was zu sagen gibt, dann sage ich was. Wenn nicht, dann gibt es einfach wieder ein paar Sachen auf Discord. Genau. Mehr kann ich nicht mehr sagen. Schaut in die Videobeschreibung. Da seht ihr den neuen Kanal, beziehungsweise den alten neuen Kanal, auf dem dann irgendwann auch die Videos kommen. Das war's. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis dann rein. Und ciao.